Hi, ich bin Muffima und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr den Makromods für die 1.4.2 installieren könnt. Dazu geht ihr auf Google, gebt einfach Makromod ein, geht auf den ersten Link, dann scrollt ihr ein bisschen runter und hier steht auch schon How to install the Makromods. Dazu muss man erstmal den Lightloader installieren, das steht hier oben, wie das geht. Erstmal den Lightloader downloaden. So, dann müsst ihr zu Punkt Minecraft und das geht so. Ihr drückt auf die Windows-Taste und drückt auf R. Dann habt ihr dieses Fenster. Gebt Prozent up Data ein. Prozent. Und klickt auf OK. Und schon seid ihr hier. Ganz oben müsst ihr dann Punkt Minecraft stehen. Da klickt ihr drauf. Und dann gibt es hier nochmal ein paar Dateien. Da geht ihr auf Bin. Und hier sind dann eure ganzen Minecraft.jars. So, dann öffnet ihr Minecraft.jar, indem ihr Rechtsklick drauf macht und dann auf Öffnen mitgeht. WinRAR Archiver. Den Link packe ich dann in die Beschreibung oder ihr sucht es einfach bei Google. Dann geht ihr auf Metainf, löscht den. Wenn ihr den nicht löscht, habt ihr einen Blackscreen, also könnt ihr kein Minecraft spielen. So, was macht ihr dann? Ihr ladet euch den Lightloader runter, öffnet den auch mit WinRAR, habt dann hier, ups. Habt dann hier halt diese Dateien und ihr zieht die einfach rüber. Klickt auf OK. So, Lightloader installiert. So, dann war es das hier mit der Minecraft.jar. Dann schließen wir das und gehen zurück auf Punkt Minecraft. Da geht ihr auf Mods. Falls es den Ordner nicht gibt, macht ihr einfach Rechtsklick, Neu. Ordner erstellen und nennt den Mods. Muss ich jetzt aber nicht machen. Und dann habt ihr hier eigentlich einen leeren Ordner oder hier ein paar Ordner mit schon installierten Mods. Hier zieht ihr dann einfach diesen Makromod rein und ja, ihr klickt einfach drauf, downloaden. Zieht den da rein und das war's soweit. Ihr schließt alles und öffnet dann Minecraft. So, wenn ihr den Makromod dann installiert habt, müsst ihr ihn nur noch einstellen. Dazu geht ihr erstmal auf Optionen, Steuerung und dann hier auf diesen Pfeil. Hier könnt ihr Macro Override und Macro Activate einstellen. Ich habe es jetzt auf die linke Shift-Taste und auf die Minus-Taste gelegt. Wenn ich diese beiden Tasten gleichzeitig drücke, erscheint dieses Makro-Menü. Das könnt ihr auch hier aufrufen bei Steuerung. Aber ihr könnt es auch auf einem Server oder beim Singleplayer mit diesen zwei Tasten aufrufen. Klicke ich mal drauf. So, und hier erscheint dann so ein Menü. Da könnt ihr jetzt. Habt ihr halt die Tastatur und wenn ihr auf eine Taste drückt, könnt ihr da Sachen eingeben, die er machen soll. Zum Beispiel Test schreiben oder Test 1, 2, 3. Wenn ich dann auf U drücke, schreibt er das für ein. Das ist sehr praktisch für so Sachen wie slash slash undo oder TP. Oder Clear Inventory. Da muss man es nicht immer eingeben, sondern kann einfach die Taste drücken. Das ist auch sehr nützlich für so slash slash set 0 oder set 2 oder so. Da kann man halt alles Mögliche verlinken. Als Server-Admin ist es sehr praktisch. So, und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr schon vorhandene Tasten nochmal neu verlinkt. Also jetzt zum Beispiel die rechte Maustaste, die ist von Minecraft her schon verlinkt. Oder die 1.
Da habe ich jetzt, also alles, was orange angezeigt ist, ist dann sozusagen nochmal zusätzlich verlinkt. Hier habe ich jetzt slash slash stack und dann dieses Zeichen hier. Dieses Zeichen, das bedeutet, dass er den, also das hier eingeben soll bis dahin und hier soll er stoppen. Dann soll er einen selbst schreiben lassen. Das ist sehr praktisch, weil hier kann ich jetzt zum Beispiel dann immer 10 eingeben. Oder jetzt zum Beispiel bei TP muss ich halt nicht immer slash TP eingeben, sondern einfach W drücken. Diese Tasten hier, die zusätzlich verlinkt wurden zu Minecraft, die muss man aber extra auswählen und das geht mit der Macro-Override-Taste. Also ihr klickt Macro-Override und die Taste, dann macht er den Befehl. So, dann zeige ich euch das Ganze nochmal in-game. So. Ich habe jetzt zum Beispiel mal mit World Edit hier einen Berg und den mache ich jetzt mit V weg. Und ich habe eben V gedrückt. Einfach slash ZZ0. Dann kann ich jetzt auch wieder mit R den Berg zurücksetzen. Slash slash undo. Und das könnte ich jetzt, weil es Makros sind, halt ganz oft hintereinander machen. Das sieht dann so aus. Ja. Ihr könnt dann mal selber ausprobieren, welche Makros ihr alle verlinken könnt. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, das Video hat euch gefallen.